Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Und heute gibt es mal wieder eine weitere Ausgabe der Hertha BSC News. Es gibt wieder einiges rund um Hertha BSC zu besprechen. Zum einen möchte ich ein bisschen etwas zu Christoph Piontek sagen, denn bei Christoph Piontek bahnt sich jetzt ein endgültiger Wechsel an. Ich möchte etwas zu Peter Pekarek sagen, denn möglicherweise hängt Peter Pekarek noch ein Jahr an seiner langen Karriere ran. Und ich möchte etwas zu einem besonderen Jungspieler sagen, der vor allen Dingen auch morgen gegen Wolfsburg in der Startformation stehen könnte, beziehungsweise höchstwahrscheinlich sogar stehen wird. Und ich möchte dann abschließend noch ein Update zu Florian Kohfeldt geben. Ihr merkt schon, heute gibt es super viel zu bereden. Verlieren wir zu viel Zeit und sprechen wir erstmal über Christoph Piontek. Es gibt jetzt verschiedene Quellen aus Deutschland, aus Polen und aus Spanien, die bestätigen, dass der FC Girona, ein spanischer Erstligist, der momentan auf dem 8. Platz steht, Christoph Piontek gerne verpflichten wollen würde. Dabei strebt man eine Ablösung von 6 Millionen Euro an. Das heißt, Christoph Piontek könnte uns in diesem Sommer für 6 Millionen Euro in Richtung Girona verlassen. Und was soll ich dazu sagen? Es ist unfassbar bitter. Dieser komplette Transfer war ein Riesenflop. Es ist ein millionenschweres Verlustgeschäft und man kann nur froh sein, dass dieses Kapitel endlich beendet ist. Hertha hat bisher noch kein konkretes Angebot erhalten, berichtet der Kicker. Aber zum Abschluss der Saison, sollte Girona auch die Saison beendet hat, sollte das nachgeholt werden. Und das heißt, Christoph Piontek würde dann nach Spanien wechseln. Momentan ist er ja an Salernitana ausgeliehen und wir übernehmen dabei ein Drittel seines Gehaltes. Und man muss ehrlicherweise sagen, die Leistung in Italien von ihm, die war jetzt nicht wirklich hervorstechend oder wirklich gut. Er hat in 31 Saisonspielen, die er noch nicht mal alle von Anfang an bestritten hat, nur 4 Tore und 5 Assists erzielt. Und das war insgesamt viel zu wenig. Salernitana konnte sich auch noch eine Kaufoption sichern. Die Kaufoption lag bei 10 Millionen Euro. Aber es sieht nicht so aus, dass die Kaufoption gezogen wird. Das heißt, Christoph Piontek würde wieder zurückkehren. Aber nun strebt man einen endgültigen Wechsel in Richtung Girona an. Man kann nur froh sein, dass dieses Kapitel geschlossen wird. Er ist bei uns Topverdiener. Es wird berichtet, dass er 6,7 Millionen Euro brutto verdient und das ist einfach viel zu viel. Das war absolute Größenwahn, was uns zu diesen Verträgen geritten hat, damals im Winter 2020, und man kann sich dafür nur schämen. Denn solche Transfers haben den Verein auch in einer gewissen Form so ruiniert. Die Personalkosten nach oben geschoben und die jetzige Situation auch nochmal verschlimmert und verursacht. Man kann ja schon fast froh sein, überhaupt noch 6 Millionen Euro für Christoph Piontek zu kriegen. Nach den Leistungen in den letzten beiden Saisons, glaube ich, ist das noch nicht mal so selbstverständlich. Ich bin froh, langsam kommt Bewegung in den Transfer rein. Langsam scheint Christoph Piontek sich endgültig von uns loszulösen. Ehrlicherweise ist der schlechteste Preztransfer, geht auch wahrscheinlich in die Geschichte ein. Und ich bin gespannt. Sollte das mit dem FC Girona nicht klappen, soll es laut dem Kicker auch noch weitere Interessenten geben. Momentan wird irgendwie so ein bisschen debattiert, zum Beispiel bei einem polnischen Medium steht, dass der FC Girona Christoph Piontek vor allen Dingen dann erst verpflichten möchte, sobald Girona sich für den internationalen Wettbewerb qualifiziert hat. Momentan stehen sie auf dem 8. Platz. Die Chancen sehen gar nicht so übel aus, aber da muss man auch mal abwarten, ob Girona denn wirklich Piontek haben will. Momentan sind sie der Favorit auf die Verpflichtung und streben eine endgültige Verpflichtung auch an. Piontek konnten wir uns nicht leisten, können wir uns nicht leisten, und das sind Spieler, die wir dringend von der Payroll kriegen müssen. Wir müssen unsere Personalkosten um ein maximales verringern. Momentan liegen sie ja zwischen 80 und 90 Millionen Euro. Es wäre ideal, wenn wir sie zum Beispiel auf 30, 40 runterdrücken könnten. So berichtet es zumindest der Tagesspiegel und die Süddeutsche Zeitung. Und da wäre es wichtig, solche Spieler von der Payroll zu kriegen. Er ist ohne Frage Topverdiener. Und selbst obwohl er ja bei einem Abstieg Abstriche in Form von 40% hinnehmen müsse, verdient er viel zu viel. Und von daher ist ein Abgang unausweichlich und ich bin froh, dass Girona wohl offenbar Interesse zeigt und ein Angebot bald hinterlegen wird. So viel erstmal meiner Meinung nach zu Christoph Piontek. Ich habe alles dazu gesagt und ich glaube, dass ich mich sehr oft über Hertha, über Preetz, über Schiller, über Bobic aufregen werde. Das wird in den nächsten Videos noch öfter passieren, das kann ich euch jetzt schon sagen. Aber es gibt auch eine gute News, beziehungsweise vergleichsweise gute News, was Hertha BSC angeht. Und zwar geht es um Peter Pekarek. Denn Peter Pekarek soll seinen Vertrag, der 2023 ausläuft, noch um ein weiteres Jahr verlängern. Mittlerweile ist er seit 2012 in Berlin und ist für mich ein absoluter Musterprofi. Ich muss sagen, Peter Pekarek ist eine absolute Identifikationsfigur und ehrlicherweise würde ich es gut heißen, wenn Peter Pekarek hier noch ein weiteres Jahr
an seiner Hertha BSC-Karriere ranhängt. Sind wir mal ehrlich, Peter Pekarek ist vergleichsweise sehr günstig, wäre ein solider Backup-Spieler, denn ich glaube, man plant ihn als Backup ein, denn er wird halt eben auch Jahr für Jahr älter. Es macht keinen Sinn, Peter Pekarek hier 34 Spiele in der Startaufstellung hinzustellen, aber er ist vor allen Dingen ein Spieler, der Erfahrung hat, der ein absolutes Vorbild ist. Er verhält sich immer vorbildlich, ähnlich wie Wladimir Darida, und damit würde er meiner Meinung nach wirklich als Vorbildfunktion und als erfahrener Mentor für die jungen Außenverteidiger sein. Zum Beispiel für Jürgen Eitschberger, der von Peter Pekarek noch jede Menge lernen kann. Ich finde, er ist durch und durch Herthaner, gibt immer alles, lässt sein Herz auf dem Platz, ist ein günstiger Zweitligaspieler, und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn er im Idealfall als Backup-Spieler in der zweiten Liga uns noch ein Jahr begleiten wird. Dabei würde er auch keinen Talenten irgendwie den Weg verpauen, aber wir hätten damit einen Spieler, der auch so eine gewisse Führungsstärke nochmal mit sich bringt, der auch ein gewisses Gesicht für den Kader darstellen kann. Da würde ich mich sehr freuen, wenn er hier nochmal bleibt. Vor allen Dingen finde ich es gut, bei Peter Pekarek wissen wir ganz genau, was wir bekommen. Er war jetzt schon hier längere Zeit im Verein. In dieser Saison war er Backup-Spieler, Jonjo Kenny war ja die Nummer 1 auf der Rechtsverteidigerposition. In der vergangenen Saison aber war Peter Pekarek Stammspieler. Wir wissen ganz genau, wie seine Spielweise ist, wann wir ihn einsetzen können. Und ich finde, Pekarek im Zweitliga-Vergleich könnte dann auch nochmal ein sehr, sehr guter Ergänzungsspieler sein. Auf keinen Fall als Stammspieler, denn das möchte ich ihm auch ehrlicherweise nicht zumuten. Aber als eine Ergänzung würde ich mir das sehr gut vorstellen können. Und ich glaube, als Anführer, als Mentor für die jungen Spieler, vielleicht auch ein bisschen für die U23, ist das ein absoluter Deal, den man einfädeln muss. Weil Peter Pekarek, der verdient nicht im Ansatz so viel wie einige andere Spieler bei uns. Und an ihm wird es nicht liegen, dass die Personalkosten so überdimensional hoch sind. Ich bin gespannt. Zunächst hat erstmal die Bild berichtet, und das hat auch Benjamin Weber auf der Pressekonferenz bestätigt, dass man mit Peter Pekarek in Gesprächen ist. Ich hoffe, dass diese Gespräche zu einem positiven Ende führen und dass dann Peter Pekarek in einer sehr, sehr jungen Zweitligamannschaft, wo viele Talente aus unserer Jugend dabei sind, dieser Mannschaft Halt geben kann, mit Erfahrung anführen kann. Nicht als Kapitän, aber als ein Spieler, der die Kabine nochmal etwas beleben kann und der auch die Struktur ja so ein bisschen verkörpern kann. Ich glaube, in Peter Pekarek, das wäre ideal für uns, wenn er hier bleibt. Und ich würde mich da sehr, sehr darüber freuen. Und ich hoffe, dass wir dann mit ihm zusammen, er ist ja mittlerweile schon 36, den Aufstieg am Ende der nächsten Saison feiern können. Apropos junge Spieler. Gegen Wolfsburg sollen hier einige junge Spieler eingesetzt werden. Und wir haben ein Problem. In der Innenverteidigung haben wir momentan 4 Spieler. Kempf, Dardai, Rochel und Uremovic. Ja, Dardai fällt aus, Rochel fällt aus und Uremovic fällt aus. Und Kempf ist fraglich. Und Pascal Clemens wird damit höchstwahrscheinlich sein Startelfdebüt für Hertha BSC geben. Und das ist doch eine tolle Sache. Pascal Clemens ist mir in der Jugend immer aufgefallen, U19-Kapitän gewesen, sogar mal für die deutsche Auswahl gespielt. Ist ein sehr, sehr guter Spieler und ich bin gespannt, wie er sich bei seinem morgigen Bundesliga-Debüt präsentieren wird. Es gibt noch einen zweiten jungen Spieler, der auch in der U23 spielt, der auch mit den Profis in der Saison trainiert, und zwar Joel da Silva Chiala. Aber ich bin mir sicher, dass Clemens morgen in der Startformation stehen wird und ich bin sehr gespannt, denn morgen ist so ein bisschen das Testspiel für die zweite Liga. Da können wir ein bisschen planen, da können wir schon erste Ansätze testen und ich fände es gut, wenn wir morgen auf die jungen Spieler setzen, auf den Maser, auf den Stange, auf den Clemens, auf den Gangkamm, auf den Schernd, auf einfach unsere jungen Spieler. Was wollen wir denn jetzt noch irgendeinen Luke Bacchio einsetzen, der sowieso am Ende der Saison 6 sein wird, ohne dass er sich jetzt noch verletzen kann? Das heißt, die auf die jungen Spieler, auf das Fundament für die kommende Saison setzen in der zweiten Liga, denn das ist das Ziel, den Wiederaufstieg möglich zu machen. Und wir haben nicht mehr viel Zeit bis zur zweiten Liga. Es ist kein Scheiß, Digga. In 8 Wochen geht es schon wieder los. In 8 Wochen sitze ich hier und gebe meinen Vorbericht zum Spiel Hertha gegen Magdeburg. Und ja, da würde es mich sehr freuen, wenn wir morgen auf die Jugendlände setzen. Aber es sieht so aus, dass Pascal Clemens wohl nicht nur sein Bundesliga-Debüt droht, sondern auch sein Startelf-Debüt. Kommen wir zur letzten Thematik des heutigen Tages, und zwar geht es um Florian Kohfeldt. Ja, vor 2 Tagen kam der Bericht von der Bild, dass Florian Kohfeldt Trainerkandidat bei Hertha BSC ist, und ich musste ein bisschen Wind aus den Segeln nehmen, denn der Tagesspiegel hat heute berichtet, dass Kohfeldt nach aktuellem Stand kein Kandidat ist und dass immer noch Paul Dardai, ja, so wirklich Chancen darauf hat, den Neustart in Liga 2 mit Hertha BSC zu wagen. Ich bin sehr gespannt, was dort dann am Ende auch rumkommt. Ich finde es gut, dass bei Kohfeldt ein bisschen Wind aus den Segeln genommen wird, denn ich bin wirklich kein Kohfeldt-Fan. Kohfeldt ist für mich ein Trainer, der nie wirklich Erfolg hatte, der immer, ja,
ich sage es mal, nicht wirklich ergebnisorientierten Fußball spielen lassen hat. Und ich würde mich da sehr doll freuen, wenn wir nicht Profit an der Seitenlinie zu stehen haben. Denn ich glaube nicht, dass mit ihm dieser Aufstieg wieder möglich ist. Da halte ich andere Kandidaten einfach für besser. Das war es jetzt erstmal mit diesem Video. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Wir sehen uns dann morgen zu einem neuen Video wieder. Bis dahin, genießt alle den Tag, genießt den Abend. Schönen Tag euch noch. Und tschüss.